إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister im Islam, Alhamdulillah, wie seit Tagen haben wir die große Gabe, dass uns mehrere wissende Personen besuchen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt einmal, wer, für wen Allah azza wa jalla das Gute möchte, den lasse die Religion verstehen. Und Alhamdulillah, neben unserem Sheikh Said, möge Allah azza wa jalla ihm beschützen und bewahren und auch segnen, haben uns jetzt die letzten Tage wissende Personen besucht, wie Sheikh Amin, möge Allah azza wa jalla ihn beschützen und auch segnen. Und auch gestern Sheikh Mohammed Badawi hat uns auch besucht und wir haben viel profitiert. Und heute, Alhamdulillah, eine weitere Person, die wir alle kennen, Sheikh Nail bin Rattan aus Heilbronn. Wir bitten Allah azza wa jalla, dass er ihn segnet und auch ihn reichlich belohnt für seinen Weg hierher. Und wir hoffen natürlich, dass wir viel profitieren. Von daher, ja, packt Stifte und Blätter. Ich will euch auch gar nicht länger aufhalten, sondern will euch auch allein lassen mit Sheikh Nail, inshallah. Barakallahu fiik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد im Namen Allahs aller Warmes und Herzlichen Allahs Segen und Heilung und Barmherzigkeit zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, möge Allah euch belohnen dafür, dass ihr hierher gekommen seid. Möge Allah eure Zeit segnen, uns unsere Sünden vergeben, unseren Iman stärken und uns an nützlichem Wissen vermehren. Allahumma amin. Wie in den letzten Tagen angekündigt worden ist, verfolgen wir in den letzten oder diesen Tagen einige Vorträge, die alle unter einem Motto zusammengefasst werden können. Und zwar geht es um Halal und Haram auf der Arbeit in Deutschland. Und jeder von uns oder fast jeder von uns ist diesem Problem ausgesetzt, dass er manchmal die Versuchung gerät, eventuell etwas zu machen, was mit seinem islamischen Gewissen einen Konflikt verursacht. Und der Vortrag, den der angekündigt worden ist für heute, da geht es ja um das Loswerden von Haramgeld, um das Loswerden von Haramgeld. Nur bevor ich Haramgeld loswerden möchte, muss ich erstmal wissen, dass es überhaupt Haramgeld ist. Und deswegen haben wir die Vorträge so unterteilt und gesagt, dass der eine Sheikh soll reden über Halal und Haram, ob die Arbeit, die man macht, haram ist oder halal ist. Und dieses Thema, glücklicherweise, Alhamdulillah, wurde Sheikh Sayyid übergeben, der Imam unserer Moschee hier. Und ich weiß, dass der eigene Imam in der eigenen Moschee nicht referiert in diesen Seminartagen, aber Alhamdulillah habt ihr die Möglichkeit, das ganze Jahr über ihm Fragen zu stellen. Deswegen werde ich über dieses Thema gar nicht sprechen. Und deswegen beginne ich kurz am Anfang mit dem, worüber ich überhaupt nicht sprechen werde, damit man nachher nicht sagt, dass dieses Thema sozusagen hätte erst zuerst erwähnt werden müssen. Ich werde mit euch nur reden über den Teil, dass wir über die Zeit, nachdem wir schon wissen, dass dieses Geld, was in unserer Hand ist, haram ist, oder der Wertgegenstand, den wir in unserer Hand haben, haram ist, was soll man damit machen? Ich werde also nicht sprechen über zum Beispiel, darf man Alkohol verkaufen? Oder darf man Alkohol an einen
Muslim verkaufen, der es sowieso gekauft hätte, wenn man es ihm nicht gegeben hätte. Also jemand denkt sich, der Muslim, der wäre sowieso gegangen und hätte sich gekauft für 10 Euro die Flasche. Dann statt dass ich ihm dieses machen lasse, gebe ich ihm meine Flasche, die ich von zu Hause noch habe, nachdem ich Tauba gemacht habe. Hier, bitteschön, spart dir wenigstens 10 Euro. Dann trinkt er, aber er gibt nicht noch zusätzlich dafür Geld aus. Über dieses Thema unterhalte ich mich nicht mit euch. Oder, wenn wir weitergehen wollten, jemand sagt das Gleiche über den Nicht-Muslim. Statt dass er die Wirtschaft, die Weinwirtschaft ankurbelt, gebe ich ihm lieber meine Weinflasche, die ich aus meiner Jahiliyyah habe. Denn soll ja sein, dass die Frage muss ich jetzt kurz mal stellen, weil ich mich damit nicht gut auskenne. Manche Weinsorten, wenn man sie lange aufbewahrt, werden sie bei den Leuten immer wertvoller. Stimmt das? Ja. Warum kennst du dich so gut damit aus? Alter Witz, ja. Auf jeden Fall, das ist eine typische Situation. Jemand nimmt den Islam an und hat in seinem Besitz jetzt Dinge, die islamisch gesehen haram sind. Und die Frage ist, was soll er damit machen? Okay? Das ist unser Bereich, den wir. Aber wir müssen erstmal natürlich feststellen, dass es überhaupt haram ist. Ja? Ich werde uns aber auch nicht unterhalten, zum Beispiel über Themen wie, wenn ich etwas verkaufe, was an sich halal ist, wie zum Beispiel Trauben, ein berühmtes, so klassisches Beispiel. Darf man Trauben verkaufen? Das wird man sagen, ja. Aber die Frage ist, darf ich Trauben auch verkaufen, wenn ich weiß, dass der Käufer daraus Wein herstellt? Okay? Bin ich dann mitverantwortlich oder nicht? Wenn ich es nicht weiß, wovon soll ich ausgehen, wenn ich in einem Land lebe, wo meistens mit Trauben Wein hergestellt werden? Und so weiter und so fort. Das sind alles. Der Prophet a.s. sagte im berühmten Hadith von Nu'man radiallahu ta'ala anhu, dass es Dinge gibt, die klar halal sind, und Dinge, die klar haram sind, und dazwischen gibt es andere, die zweifelhaft sind, die unklar sind. Und die meisten Menschen wissen nicht, ob sie haram oder halal sind, aber die Ulama wissen es. All das, wie gesagt, ist nicht Gegenstand unseres Themas heute. Wir möchten uns unterhalten über, wenn wir festgestellt haben, dass wir etwas haben, was haram ist. Wie gehen wir damit um? Dazu möchte ich sagen, ich weiß nicht, war jemand gestern oder vorgestern beim gleichen Vortrag dabei? Okay, Alhamdulillah, das freut mich. Dann, was ich sage, ist also nicht doppelt gemoppelt, wie man sagt. Allerdings, das Thema ist groß und ich versuche, inshallah ta'ala, die wichtigsten Eckpunkte dazu zu erwähnen. Und ich werde nicht alles erwähnen können. Dafür gibt es aber Alhamdulillah die Aufzeichnungen aus den Vorträgen der letzten beiden Tage, sodass der eine Vortrag den anderen ergänzt. Aber die wesentlichen Punkte werde ich natürlich auch für heute inshallah ta'ala erwähnen. Zunächst einmal, wenn wir über verbotene Dinge sprechen. Wenn ich sage verboten und haram, dann meine ich das jetzt als Synonyme. Wenn wir über verbotene Dinge sprechen, dann gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Verboten. Von verbotenen Dingen. Entweder eine Sache ist an sich verboten oder die Sache ist verboten aufgrund der Art und Weise, wie sie in deinen Besitz gelangt ist. Zwei Beispiele, jeweils eins. Eine Sache, die an sich verboten ist, ist der Alkohol oder besser, um genauer gesagt, der Ethanol. Die Sache ist an sich haram. Die wird auch, es gibt keine Möglichkeit, diese Sache zu besitzen, ohne dass sie haram ist und bleibt. Auch wenn du sie jemandem anderes gibst, bleibt sie immer noch haram. Aber stellen wir uns ein anderes Beispiel vor. Jemand hat in seiner Hand geklaute 100 Euro. Dann sind diese 100 Euro nicht an sich haram, sondern aufgrund der Art und Weise, wie sie erworben worden sind, in diesem Fall, indem man es geklaut hat, indem man sie geklaut hat. Aber wenn ich diese 100 Euro jetzt, wenn ich jetzt Tauba machen möchte und ich möchte diese 100 Euro wieder loswerden und ich gebe sie zum Beispiel seinem Eigentümer wieder zurück, dann sind ja diese 100 Euro, für den, dem sie gehören, nicht haram, sondern sie gehören ja ihm. Insofern war das Verbot nicht die 100 Euro an sich, sondern die Art und Weise, wie sie erworben worden sind. Also es geht also nicht um das Objekt an sich, sondern um etwas, um die Art und Weise, wie man es erworben hat.
diese Fallunterscheidung ist für uns sehr wichtig, wenn es darum geht, ob man, wie man verbotene Sachen los wird, inshallah ta'ala. Es gibt im Koran al-Karim und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam zahlreiche Beweise dafür, dass Dinge entweder an sich haram sind oder die Art und Weise, wie sie erworben worden sind. Beispiel, wenn wir schon bei dem Beispiel des Alkohols sind, wissen wir, dass der Prophet alaihi salatu wasalam nicht nur den Alkohol an sich verboten hat, sondern er hat auch verboten, ihn herzustellen, dass man ihn trinkt, dass man ihn zu jemandem hinträgt, und so weiter und so fort. Das heißt also, nicht nur der Alkohol an sich ist verboten worden, sondern auch das, was dazu führt. Auch das, was dazu führt. Und deswegen wissen wir, dass es Dinge gibt, die an sich verboten sind, und es gibt Dinge, die verboten sind, weil sie zu Verbotenen führen. Und die Scharia natürlich hat hier ganz klar Dinge verboten, nicht weil sie an sich verboten sind, sondern weil sie zu Verboten führen. Und das ist alles zum Nutzen des Muslims selbst, das zum eigenen Nutzen. Dass die Scharia dir nicht erst, nachdem du das eigentlich Verbotene begangen hast, sagt, das ist haram, sondern schon vorher, damit du nicht zu dieser verbotenen Sache gelangst. Ein Beispiel dafür, ich lese die Überlieferung direkt in der deutschen Sprache in Schadhara vor. Abu Qatada radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass er mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam unterwegs war. Als sie bei einer Stelle auf dem Weg nach Mekka waren, blieben er und ein paar seiner Freunde, die Muhrim waren, zurück. Muhrim waren heißt, sie waren im Ihram-Zustand und sie wollten in diesem Fall eine Umrah vollziehen. Abu Qatada radiallahu anhu selbst war nicht im Ihram. Er war also, man sagt, halal. Andere waren im Ihram. Und was ist passiert? Er, Abu Qatada, sah dann einen Wildesel, Himar Wahshi auf Arabisch, und das ist eine Art Esel, die man essen darf. Sogleich setzte er sich auf sein Pferd, verlangte von seinen Freunden, ihm seine Peitsche zu reichen, doch sie weigerten sich. Und subhanallah al-azim, an dieser Stelle sehen wir die großartige Stellung der Sahaba radiallahu ta'ala anhum und was für eine große Gottesfurcht, oder besser gesagt Taqwa sie gehabt haben. Taqwa, wisst ihr, kommt ja vom arabischen Wort Wiqaya. Und Wiqaya bedeutet Vorsichtsmaßnahme. Und sie waren sich nicht sicher, dürfen wir von diesem Fleisch essen oder nicht essen? Weil das Problem ist was? Jemand, der im Ihram-Zustand ist, der eine Hajj macht oder eine Umrah macht, darf nicht jagen. Das ist für ihn haram. Das gehört zu den sogenannten Mahfurat al-Ihram. Und wenn er das gemacht hat, dann dürfte er von dem Fleisch nicht essen. Abu Qatada radiallahu anhu selbst war nicht im Ihram. Aber er wollte, dass jemand, der im Ihram war, ihm dabei behilflich ist und ihn dabei unterstützt, etwas zu tun, was er eigentlich nicht machen darf. Und deswegen war es eine Shubha, eine Unklarheit für manche dieser Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Und deswegen haben sie gesagt, er wollte nur seine Peitsche haben, damit er losreiten kann, und sie haben ihm nicht gegeben. Ihr wisst, wenn man auf dem Tier draufsteht, ist anstrengend runterzusteigen und nochmal das so, gibt's mir einfach. Aber sie haben gesagt, nein. Dann verlangte er von ihnen seinen Speer, um das Tier zu bewerfen. Sie weigerten sich wieder. Dann nahm er ihn selbst, den Speer, und ging auf den Esel los und tötete ihn. Er, radiallahu ta'ala anhu, und manche Freunde des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam aßen davon, andere weigerten sich. Manche waren ihram, manche nicht. Als sie beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam waren, fragten sie ihn darüber und er sagte, dies ist eine Speise, die Allah der Erhabene euch gegeben hat. Dies ist eine Speise, die Allah der Erhabene euch gegeben hat. Überliefert von Bukhari, Muslim und anderen.
Und diese Überlieferung und eine andere Überlieferung, und das ist entscheidend, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat jemand ihn dazu aufgefordert, ihn anzugreifen oder auf ihn, auf den Esel gezeigt, da ist er. Dann sagten sie nein, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann esst ruhig, was von seinem Fleisch noch übrig ist. Insofern haben wir deutliche Textbeweise, müssen Sie hier einzeln aufzählen, aber wir haben deutliche Textbeweise dafür, dass Dinge nicht an sich verboten sind manchmal, wie in diesem Fall das Fleisch dieses Wildesels oder Zebras. Und auf der anderen Seite gibt es Dinge, die an sich verboten sind. Wie zum Beispiel das Schwein. Spielt keine Rolle, ob das jetzt ein Muhrim erledigt oder ein Nicht-Muhrim erledigt, es kommt auf das Gleiche. Aber in diesem Fall, beim Wildesel oder beim Zebra, spielt es eine große Rolle. Es gibt natürlich auch logische Beweise, so etwas zu verbieten, oder dass es auch Dinge gibt, die an sich nicht verboten sind, aber trotzdem verboten werden. Denn dann könnte man ja, wenn man nicht Verbotenes indirekt begehen kann, dann könnte man ja andere Menschen, für die etwas nicht verboten ist, beauftragen, etwas Verbotenes zu machen. Und so käme man immer dem Verbotenen aus dem Weg. Und das würde zu viel Unheil führen. Und deswegen ist es auch eine logische Begründung, warum solche Dinge auch verboten werden. Okay, jetzt wissen wir, dass es zwei Arten von verbotenen Dingen gibt. Jetzt stelle ich mir vor, ich habe in meinem Besitz etwas Verbotenes. Ich sage extra in meinem Besitz, weil was bedeutet in meinem Besitz? Das heißt, ich habe darüber die Kontrolle, ich verfüge darüber, ich entscheide darüber, was damit gemacht wird. Ansonsten, es kann nicht mein Eigentum per Definition sein, denn du kannst als Muslim etwas Verbotenes nicht als Eigentum haben. Jetzt die Frage ist aber, jemand hat in seinem Besitz etwas Verbotenes. Wie geht er damit um? Entweder ist es etwas an sich Verbotenes, wie zum Beispiel der Alkohol, oder der Christ, der den Islam angenommen hat, hat in seinem Gefrierschrank noch sein Schweinefleisch. In diesem Fall muss er erstens die Sache loswerden und zweitens vernichten. Loswerden und vernichten. Das heißt, er darf es nicht für sich selbst behalten und er darf es auch nicht anderen geben zum Verzehr in diesem Fall. Und der Beweis dafür ist, dass als der Alkohol im Islam verboten worden ist und der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Bestimmung den Menschen weitergegeben hat, haben sie, die Sahaba radiallahu anhum, den Alkohol ausgeschüttet. Und Medina hat tagelang noch nach dem Alkohol gerochen, nach dem Wein. Und Abu Talha radiallahu ta'ala anhu kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, ich habe in meiner Obhut Waisenkinder, die Wein geerbt haben. Darf ich daraus Essig herstellen? Denn dadurch würde nämlich der Wert wenigstens nicht ganz verloren gehen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein. Insofern gilt klar und deutlich, wenn der Prophet alaihi salatu wasallam dieses Wort gesprochen hat, haben wir keine Handlungsfreiheit mehr. Wir fügen uns dem, was er gesagt hat, alaihi salatu wasalam. Denn wenn wir logisch an die Sache rangehen würden, würde man entweder sagen, dann gibt es doch wenigstens einen Christen, der davon überzeugt ist, dass er es trinken darf und nimmt das Geld. Oder zumindest stell daraus Essig her, dann hast du wenigstens was davon. Branntweinessig. Und in beiden Fällen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Sache klar und deutlich verboten. Insofern bleibt uns auch keine andere Möglichkeit mehr übrig. Der zweite Fall ist, dass es um verbotene Dinge geht, die nicht an sich verboten sind, sondern aufgrund dessen, wie man sie bekommen hat. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Jemand hat, wenn wir schon bei Geld sind, oder wenn wir mal über Geld sprechen möchten, Bestechungsgeld. Jemand hat Bestechungsgeld bekommen. Oder jemand hat Zinsgeld. Und ich bin sicher, dass alle von uns, wenn sie nicht gerade zu klein sind, irgendein Konto haben auf der Bank und Geld eingezahlt haben
Und bei manchen kommen, ja, manche Banken ziehen was ab, Kontoführungsgebühren, manche geben aber auch Zinsen. Und dieses Geld ist ja, das Zinsgeld ist ja nicht an sich verboten, sondern aufgrund der Art und Weise, wie man es bekommen hat. Weil hier wurde Geld für mehr Geld gegeben. Tayyip. Die dritte Sache wäre geklautes Geld zum Beispiel. Geklautes Geld. Das sind alles verschiedene Arten von verbotenen Dingen, die nicht an sich verboten sind, sondern aufgrund der Art und Weise, wie man es bekommen hat. Und das kann natürlich sein. Stell dir mal vor, du hast irgendwann mal in deiner Vergangenheit eine Arbeit gehabt, die haram war und hast dadurch Geld erworben und das Geld ist immer noch in deinem Besitz. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Und wir müssen jetzt ein paar Fälle voneinander unterscheiden, wobei wir inshallah ta'ala jetzt erstmal uns konzentrieren auf eine Angelegenheit, und zwar auf die Zeit vor dem Islam. Auf die Zeit vor dem Islam. Jemand ist Muslim geworden und in seiner Jahiliyyah, in seiner vorislamischen Lebenszeit, hat er Haram Geld bekommen. Hat er Geld auf Haram Art und Weise bekommen. Die Frage ist jetzt, nachdem er den Islam angenommen hat, wie soll er damit umgehen? Hier müssen wir sind jetzt nur im Bereich vor dem Islam, müssen wir zwei Fälle voneinander unterscheiden. Denn, bevor ich die Sache sage, inshallah kommen wir selbst darauf, was ist der Unterschied zwischen Geld, das ich aus einem verbotenen Geschäft erworben habe, wie zum Beispiel Verkauf von Alkohol. Vielleicht hat er früher in einer Kneipe gearbeitet oder er hat in einer Diskothek gearbeitet oder wo auch immer, irgendwas, was haram ist. Was ist der Unterschied zwischen dem Verkauf von Alkohol und dafür Geld zu nehmen? Und zweiter Fall, dass man Geld geklaut hat. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Im zweiten Fall hat man das Recht eines anderen weggenommen. Und vielleicht, um die Sache auf den Punkt zu bringen, damit jemand nicht sagt, ja, das Recht, aber islamisch gesehen ist es ja auch im ersten Fall nicht sein Recht, Geld zu nehmen für verbotene Sachen. Und so Alkohol ist ja bei Allah azza wa jalla verboten. Aber, um die Sache funktioniert, wir sagen, im zweiten Fall mit dem Klauen hat er das Geld genommen ohne Einverständnis des anderen. Klar? Er hat es ohne Einverständnis des anderen genommen. Im ersten Fall hat das mit Einverständnis des anderen genommen, in gegenseitigem Einvernehmen, wie man sagt. Er hat Alkohol gegeben und hat Geld dafür genommen. Wenn er jetzt den Islam annimmt, hat dann der damalige Käufer von dem Wein das Gefühl, dass er irgendwie reingelegt worden ist oder dass ihm ein Unrecht widerfahren ist? Nein. Weil er hat Geld bezahlt und dafür Alkohol bekommen. Im zweiten Fall aber hat er gar keine Gegenleistung bekommen, das ist mal zum einen. Aber zweitens, er fühlt sich hintergangen. Er hat das Gefühl, dass ihm Unrecht getan worden ist. Und entscheidend ist, er hat das ohne sein Einverständnis ist es geschehen. Ohne sein Einverständnis ist es geschehen. Und deswegen unterscheiden wir genau in diesem Fall. Und bevor wir die Frage beantworten, Allah subhanahu wa ta'ala zu den letzten Ayat, die im Koran al-Karim herabgesandt worden sind, gehören die Ayat über das Verbot des Zinshandels. In diesen Ayat hat Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Riba, die Zinsen, verboten. Und er sagte subhanahu wa ta'ala in einer Ayat, in Surah Al-Baqarah 275, auf Arabisch, فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ. Das heißt auf Deutsch sinngemäß übersetzt: Zu wem nun eine Ermahnung von seinem Herrn kommt. Und die Ermahnung ist in diesem Fall natürlich das Verbot von Zinsen, nachdem es vorher halal war. Zu wem nun eine Ermahnung von seinem Herrn kommt,
und jetzt damit aufhört, sofort damit aufhört, dem steht zu, was bereits vergangen ist. Dem steht zu, was bereits vergangen ist. Ich mache ein einfaches Beispiel, um die Sache klar zu machen. In dem Moment, wo das Verbot kam, Zinsen zu nehmen und auch zu geben natürlich. Denn manche sagen, nehmen ist schlimmer als geben oder nehmen. Das kann nicht sein, weil man kann nur geben, wenn man nimmt und man kann nur nehmen, wenn man gibt. Also die beiden Sachen, die sind miteinander verflochten. Auf jeden Fall, in dem Moment, wo diese Aya verboten worden ist, der Zinshandel verboten worden ist, gab es verschiedene denkbare Fälle. Stellt euch vor, zwei Leute haben zusammen einen Zinsvertrag gemacht. Einfaches Beispiel, jemand hat dem anderen 1000 Dinar geliehen und hat gesagt, ich möchte aber 1200 zurückhaben. In diesem Moment, wo die Aya herabgesandt worden ist, entweder der Mann hat, der Verschuldete, hat noch gar nichts zurückbezahlt oder weniger als 1000 Dinar zurückbezahlt. Was muss er in diesem Fall machen? Er muss bis zu 1000 zurückbezahlen. Logischerweise, weil er hat zwar 1000 genommen und mehr versprochen zurückzuzahlen, aber mehr darf er nicht zurückgeben. Also muss er seine 1000 noch zurückbezahlen. Zweiter Fall ist, er hat 1000 verliehen und der andere hat 1000 zurückbezahlt schon. Dann ist die Sache natürlich absolut unproblematisch. Dritter Fall ist, er hat 1000 geliehen, hat schon mehr als 1000 zurückbekommen. Sagen wir mal 1100 zurückbekommen, statt 1200 wie ausgemacht. Dann stehen ihm diese 1100 zu. Dann stehen ihm diese 1100 zu. Das heißt, er hat 1000 bekommen. Plus 100 Zinsen. Aber das war vor dem Verbot der Aya. Vor dem Verbot der Aya. Deswegen, falahu ma salaf. So steht ihm das zu, was vergangen ist. Und der Prophet a.s. hat nicht zu den Leuten gesagt, zahlt alle Zinsen zurück. Das wäre eine riesige Aktion, alles auszurechnen, wer. Und deswegen, die Scharia hat nicht den Leuten gesagt, ihr müsst alles wieder zurückbezahlen. Bevor, wie gesagt, diese Aya im Islam kam. Insofern wäre dann der Vertrag ab diesem Zeitpunkt für ungültig erklärt. Und was vergangen ist, ist vergangen. Aber sollte nach dem Zeitpunkt noch Zinsen zurückbezahlt werden, dürfen sie natürlich nicht mehr zurückbezahlt werden. Das ist, was ich gemeint habe mit, wir fassen jetzt zusammen aus dieser Begebenheit. Wenn man Geld oder auch irgendeinen anderen Wertgegenstand aus der Jahiliyyah, aus der vorislamischen Zeit hat, und dieses Verbotene ist nicht an sich verboten, sondern aufgrund der Art und Weise, wie man es erworben hat, wie zum Beispiel das Zinsgeld, dann darf man dieses Geld nach dem Islam behalten. Dann darf man dieses Geld nach der Islamannahme behalten, aufgrund dieser erwähnten Beweise. Und es gibt auch noch andere Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagt in einem anderen Hadith, man aslama ala shay'in fahuwa lah. Man aslama ala shay'in fahuwa lah. Das heißt, wer den Islam annimmt und etwas in seinem Besitz hat, so gehört es ihm. Was gerade in seinem Besitz ist, gehört auch ihm, das heißt auch ihm noch weiterhin, auch nach der Islamannahme. Der zweite Fall ist, dass er das nicht in gegenseitigem Einvernehmen genommen hat. Vor dem Islam hat er jemandem Geld geklaut. Und nach dem Islam fragt er jetzt, wie mache ich Tauba? Sagen wir eben, in diesem Fall machst du Tauba, indem du das Geld der Person wieder zurückgibst. Und es gibt keine andere Möglichkeit. Du musst dieses Geld loswerden, der Person zurückgeben. Es gehört dir nicht. Es könnte sein, dass du diese Person kennst und du kannst ihr dieses Geld problemlos zurückgeben, dann Alhamdulillah machst du das und du bist schuldenfrei. Der zweite Fall ist aber, dass du diese Person nicht kennst oder nicht erreichen kannst. Dann sagt der Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dass man
falls man von ihm weiß, dass er Schulden hat, die Schulden für ihn begleicht. Denn es könnte ja sein, dass er in deiner Stadt gelebt hat und irgendwann mal umgezogen ist und irgendwo noch Schulden hinterlassen hat. Dann begleichst du mit diesem Geld seine Schulden oder einen Teil seiner Schulden, je nachdem, wie viel er ihm zusteht. Der zweite Fall ist, dass man in einen gar nicht mehr rankommt, weil man nicht weiß, wo er ist, beziehungsweise weil er verstorben ist. Dann geht man an seine Erben. Dann geht man an seine Erben, denn sie sind diejenigen, die auch dieses Geld geerbt hätten, wenn er verstorben, auch wirklich verstorben ist. Man könnte sagen, dass er verschollen ist. Verschollen heißt, er ist weg und man weiß nicht, wo er ist. Wie damals, jemand ist irgendwo verreist und kam nie wieder zurück. Man weiß nicht, ist er gestorben oder nicht gestorben. Er ist verschollen. Mafqud auf Arabisch. Wie dem auch sei, dann geht man zu seinen Erben und wenn man auch zu seinen Erben gehen kann, dann sagte der Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, spendet man dieses Geld im Namen seines Eigentümers. Warum? Weil, wenn am Tag der Auferstehung dieser Beklaute sein Geld wiederhaben will, oder beziehungsweise vor Gericht sein Recht haben möchte, dann sagt er entweder zu dem anderen, du hast richtig gehandelt, indem du in meinem Namen gespendet hast. Dann bekommt er die Hasanat dieser Spende, weil es war ja sein Geld. Oder er sagt, nein, ich möchte mein Haq haben. Ja, was ist dein Haq? Dein Haq ist das Geld. Was für einen Wert hat das Yawm al-Qiyamah noch? Gar nichts. Es gibt nur noch gute Taten und schlechte Taten als Währung. Insofern, diese gute Tat, die der andere geleistet hat im Namen des anderen, kann er haben. Weil er hat ja gespendet und diese gute Tat kann er haben. Und es kommt im Endeffekt aufs Gleiche. Er wird genau sein Recht zurückbekommen. Und Ibn Qayyim rahimahullah sagte, dass das auch überliefert ist, authentisch über manche Sahaba radiallahu ta'ala anhu. Und klingt auch vernünftig, denn du hast keine andere Möglichkeit, wenn du niemanden weißt, von seinen, niemanden kennst, weder ihn noch seine Erben kennst, du hast keine andere Möglichkeit, es ihm zukommen zu lassen, außer indem du es in seinem Namen spendest. Aber diesen letzten Schritt sollte man nur machen, wenn man wirklich überzeugt ist, dass man Zeit seines Lebens ihn auch nie wieder auffinden kann. Denn sollte, nachdem man das Geld gespendet hat, sollte, nachdem man das Geld im Namen des anderen gespendet hat, dieser auftauchen, musst du es ihm trotzdem aushändigen. Die Schulden lasten auf dich so oder so. Sollte dieser Mensch zu deinen Lebzeiten auftauchen und dieses Geld haben wollen, hast du nicht das Recht zu sagen, ich habe es in deinem Namen gespendet, es ist weg, tut mir leid. Sondern du musst es ihm aushändigen. Und deswegen sollte man zu diesem letzten Schritt, wie gesagt, nur übergreifen, wenn man sich sicher ist. Die nächste große Phase, die uns interessiert, ist, jemand hat nach seiner Islamannahme so etwas gemacht. Jemand hat nach seiner Islamannahme verbotenes Geld. Natürlich, wenn es verboten ist an sich, haben wir gesagt, ist klar, er wird es los und zerstört es. Zum Beispiel hat jemand als Muslim ein Musikinstrument gekauft, eine Gitarre. Das ist verboten für ihn und auch verboten für andere. Und er hat nicht die Möglichkeit, das jetzt zu verkaufen oder zu verschenken. Wenn es aus Holz war, Oud oder so, kann er es zum Beispiel verbrennen, da kann man drüber reden. Oder hat er wenigstens was von der Wärme. Aber er kann es nicht verkaufen, er muss loswerden und zerstören. Und es geht jetzt uns aber um Dinge, die nicht an sich verboten sind. Er hat als Muslim gearbeitet in einem Restaurant und bei diesem Restaurant gibt es Verbotenes und gibt es auch Erlaubtes. Das heißt, sein Geld ist eindeutig nicht klar halal und auch nicht klar haram, also insgesamt betrachtet. Nicht alles ist haram und nicht alles ist halal, sondern teilweise haram und teilweise halal. In diesem Fall, nach dem Islam, interessiert es uns nicht, ob er das in gegenseitigem Einvernehmen gemacht hat oder nicht. Das heißt, uns ist egal, ob er das mit Einverständnis der anderen Person genommen hat oder nicht.
nach dem Islam die Sache ist verboten und er darf dieses Geld nicht für sich selbst behalten. Und er muss es loswerden. Die einzige Fallunterscheidung, die manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, gemacht haben, ist hinsichtlich seiner Kenntnis. Manche haben gesagt, wenn er nicht gewusst hatte, dass dieser Handel haram ist, darf er dieses Geld behalten. Und wenn er gewusst hatte, dass dieser Handel haram ist, dann darf er dieses Geld nicht behalten. Diese Unterscheidung haben manche Ulama gemacht und das überlasse ich dann dem Imam eurer Moschee, inshallah. Die Frage ist nun, wie wird man diese Sache los, wenn jetzt feststeht, dass es verboten ist? Wir haben gesagt, dass wir erstmal schauen nach dem Eigentümer, wenn wir ihn kennen, oder seine Erben, oder dass wir spenden. Aber die Frage ist, die wir uns vielleicht stellen sollten, ist auch, wem darf man es grundsätzlich geben? Und die Antwort lautet, in der Aussage von Imam Ibn Abidin, rahimahullah ta'ala, ein Imam der hanafitischen Rechtsschule, er sagte, ich übersetze es direkt in die deutsche Sprache sinngemäß, dass dieses Geld Fakir Menschen, also armen Menschen zu geben, erlaubt ist, uneingeschränkt erlaubt ist. Genauso darf man es auch dem offensichtlichen Anschein nach benutzen, um dadurch etwas zu bauen wie eine Moschee oder ähnliches, wodurch man die Nähe Allahs ersucht. Und so weiter und so fort. Aus diesem Satz geht eine Sache hervor, die über die sich die Ulama, rahimahumullah ta'ala, unterschiedliche Ansicht sind. Und zwar geht es darum, darf man Haramgeld hergeben, um damit eine Moschee zu errichten. Aber unabhängig von diesem Thema, unabhängig von diesem Fall, darf man das verbotene Geld für jeden guten Zweck hergeben. Weil es geht nicht darum, dass man dadurch sich Allah Azza wa Jal nähert, durch diese Spende, durch diese Sadaqa, sondern man nähert sich Allah durch das Loswerden dieses verbotenen Geldes. Man nähert sich Allah durch das Loswerden, durch die Tauba, die man macht. Ja? Aber nicht dadurch, dass es eine Spende ist. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah ist gut und akzeptiert nur Gutes. Und das Geld ist verboten. Und deswegen wirst du es ja los. Die Sache mit dem Moschee errichten ist eine Meinungsverschiedenheit unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Und manche Gelehrte haben sich darauf gestützt, dass sie gesagt haben, Allah ist tayyib, ist gut und akzeptiert nur Gutes. Deswegen akzeptiert er verbotenes Geld, wie Zinsgeld zum Beispiel, nicht für den Bau von Moscheen. Wollen wir an dieser Stelle ein bisschen uns aufhalten. Und zwar die Frage ist, wenn ich dieses Haramgeld loswerden möchte, wem gebe ich es? Wer hat eine Idee, wem man das geben könnte? Du hast zum Beispiel auf deinem Konto sind Zinsen eingezahlt worden, gegen deinen Willen natürlich, weil du hast da keine große Wahl. Und du nimmst jetzt dieses Zinsgeld und möchtest es loswerden. Wem könnte man es geben? Ohne Probleme. Laut Ibn Abidin, wie wir gerade eben gehört haben. Nein, wie wir gehört haben. Ohne Probleme. Den Armen, den Fakir. Das heißt also, das wäre nicht das Problem. Ja, aber was bedeutet denn das? Was bedeutet das, wenn das Zinsgeld für mich haram ist? Und ich gebe es den armen Menschen, ist es für ihn haram? Nicht, weil das würde ja keinen Sinn machen. Es ist für ihn halal. طيب, warum ist es plötzlich für ihn halal? Was ist das die Illa? Was ist die eigentliche Ursache, wodurch das Haramgeld plötzlich halal geworden ist? Er hat es nicht auf eine verbotene Art und Weise erworben. Und das heißt, der Besitzer oder der Eigentümer
hat gewechselt, der Eigentümer dieses Geldes hat auf halal Art und Weise gewechselt. Dadurch wurde auch das Geld für ihn halal. Denn wenn du das nicht sagst, dann kannst du das Geld ja verbrennen. Was willst du sonst damit machen? Okay? Das Geld ist ja nicht an sich verboten. So dann, auch unter Art und Weise, wie du es erworben hast, du hast es verboten erworben, er aber nicht. Deswegen ist es für ihn kein Problem. Deswegen stellen wir noch einmal die Frage, wenn jemand Haram-Geld hat und das hergeben will zum Bau einer Moschee, müssen wir eigentlich eine Fallunterscheidung machen. Gibt er dieses Geld der Moschee oder will er dieses Haus bauen, damit Allah ihm auch ein Haus baut im Paradies? Dann sagen wir, geht das nicht, weil Allah akzeptiert das verbotene Geld nicht von dir als eine Annäherung zu ihm. Aber sagt er, ich gebe dieses Geld, um es loszuwerden, und warum soll dann die Moschee dieses Geld nicht nehmen, um davon zu profitieren? Dann sollte es in diesem Bereich normalerweise kein Problem geben. Weil genauso hat hier auch der Besitzer sich gewechselt und es ist auf halal Art und Weise losgeworden, das Geld. Und ob das jetzt ein armer Mensch ist, der das entgegennimmt, oder eine juristische Person, in Anführungsstrichen, wie eine Moschee, ist eigentlich kein Fall. Und deswegen sagt Ibn Abidin, dass man es auch sogar einer Moschee geben darf. In der Praxis empfehle ich natürlich, dass man das dem Imam der Moschee gibt, damit der Imam der Moschee entscheidet, was damit gemacht wird. Denn wie ich betont habe, das ist keine Sache, über die sich die Ulama alle einig sind, sondern es ist eine kontroverse Sache. Und bei kontroversen Sachen gibt es Personen, die die Meinungsverschiedenheiten aufheben. Es gibt Personen, durch ihre Anwesenheit wird die Meinungsverschiedenheit aufgehoben. Nummer eins, der Regierende in einem islamischen Land. Nummer zwei, der Richter. Und Nummer drei, der Imam der Moschee. Stell dir mal vor, du betest hinter dem Imam und jeder hat seine eigene Rechtsschule und seine eigene Überzeugung. Und der eine sagt zum Imam, bete das Witr-Gebet bitte in drei Rak'a. Der andere sagt, nee, bitte lieber in ein Rak'a. Und so weiter und so fort. Das alles spielt keine Rolle. Wenn du hinter dem Imam stehst, betest du genau, wie der Imam es vormacht. Das. Oder jemand kommt vor Gericht und soll, hat eine Straftat begangen und soll jetzt verurteilt werden. Und dann fällt das Urteil ein bisschen zu hart aus für ihn und sagt, Moment, ich bin aber einer anderen Rechtsschule, die sehen das ein bisschen anders. Okay. Spielt alles keine Rolle. Der Richter hebt, yarfa' al-khilaf, sagt man. Der Richter hebt, die Anwesenheit des Richters hebt die verschiedenen Meinungsverschiedenheiten und den Gelehrten auf. Spielt keine Rolle mehr. Ja. Und deswegen, deswegen, in dieser Angelegenheit, wie ich gesagt habe, in der Praxis, immer am besten, da gibt es den Imam. Denn der Imam, der Vorteil vom Imam ist was? Der Vorteil vom Imam ist, dass er manchmal auch einen viel besseren Überblick hat über das Geld, wie es am besten investiert werden kann. Wenn er sagt, Moment, es gibt hier für den Bau der Moschee, ja, das ist okay. Aber deine 50 Euro für den Bau der Moschee, das bringt uns nicht so richtig voran. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Viel sinnvoller ist es, ich kenne jemanden, der hat diesen Monat 50 Euro zu wenig, kann seine Miete nicht bezahlen, gib's lieber ihm, damit er seine Miete bezahlen kann. Dadurch löst du nämlich ein ganzes Problem. Und deswegen, und der Imam ist meistens der, zu dem viele Probleme mehr getragen werden, als natürlich irgendjemand anderes. Das ist die eine Angelegenheit. Tayyib. Das ist die Art und Weise, wie man dieses verbotene Geld los wird oder loswerden darf und sollte. Manchmal ist es aber genau umgekehrt. Wir haben alles, was wir jetzt betrachtet haben, war aus der Sicht einer Person, die selbst das Haram-Geld hat, und sie will es loswerden. Jetzt drehen wir den Spieß um. Du bist jetzt die Person, die von einer anderen Person Haram-Geld bekommen soll. Und das ist natürlich auch eine Art Haraj-Bedrängnis für einen von uns manchmal, weil man nicht weiß, darf man jetzt oder darf man nicht. Ich mache ein paar Beispiele. Jemand wird zum Essen eingeladen von jemandem, der in einer Bank arbeitet. Oder jemand erbt von seinen Eltern Geld, das haram ist. Oder
jemand hat einen Unfall gemacht, oder besser gesagt, jemand ist einem dir reingefahren, und jetzt bekommst du deinen Schadensersatz durch die Versicherung bezahlt. Oder zum Beispiel deine Eltern, dein Vater arbeitet in einer Firma, die nicht halal ist. Teilweise oder ganz. Und das Essen, was er dir jeden Tag zubereitet oder kauft, darfst du das essen oder darfst du das nicht essen. Und das ist eigentlich genau das Gleiche, wie wir vorhin erwähnt haben. In diesem Fall, dein Vater oder wer auch immer in diesem Fall, oder dein Nachbar, der dich zum Essen einlädt, oder dein Freund, der kein Muslim ist, der dich zum Essen einlädt und dessen Geld eben aus Verboten entstanden ist. Auch hier ist wieder entscheidend. Hat er dieses Geld in gegenseitigem Einvernehmen genommen oder nicht? Beispiel, jemand kommt zu dir und schenkt dir ein Fahrrad. Und du weißt, dass dieses Fahrrad geklaut ist. In diesem Fall darfst du das Fahrrad nicht annehmen. Und du dürftest es auch nicht abkaufen. Gar keinen Fall. Weil klar ist, dass es nicht dir gehört und nicht dem Verkäufer gehört, sondern jemandem gehört, dem es geklaut worden ist. Aber sollte jemand dir eine Speise zubereiten, die er aus Verbotenem erworben hat, so lastet die Sünde nicht auf der Speise, sondern die Sünde lastet auf der Art und Weise, wie diese Person das Verbotene erworben hat. Also lastet auf der Person, die dich eingeladen hat in diesem Fall. Und dafür gibt es einige Beweise. Dazu zählt allgemein die Handlung unseres Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, denn dieser wurde in Medina von Juden zum Essen eingeladen und in dem berühmten Ereignis einer jüdischen Frau, die ihm ein vergiftetes Schaf zubereitet hat. Er hat alaihi salatu wassalam von diesem Tier gegessen, obwohl bekannt war durch den Koran al-Karim, dass das eine Einnahmequelle der Juden damals war, dass sie eben ihren Erwerb aus Zinshandlungen erworben haben. Insofern hat der Prophet a.s. nicht näher nachgefragt, obwohl sie dafür bekannt geworden sind. Das heißt, du kannst sogar davon ausgehen, dass er mit Zinsen etwas zu tun hat. Das ist eine Sache. Das ist ein allgemeiner Beweis über den Propheten a.s. Es gibt noch eine zweite Angelegenheit. Einen zweiten Beweis, der beweist, dass der Besitzerwechsel oder Eigentümerwechsel eine entscheidende Rolle spielt. Einmal, Barira, radiallahu anha, war eine Sklavin zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ihr kennt das Ereignis, Aisha, radiallahu anha, hat sie dann freigekauft. Wie dem auch sei, jemand hat ihr einmal Fleisch geschenkt. Wie nennt man das? Das war kein Schenken, sondern eine Spende, eine Sadaqa, weil sie ist eine Sklavin gewesen. Sklaven hat er keinen Besitz. Dann hat sie das Fleisch genommen und hat sie das Aisha und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geschenkt. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, für sie war es eine Sadaqa und für uns ist es ein Geschenk. Für sie war es eine Sadaqa und für uns ist es ein Geschenk. Das gleiche Stück Fleisch. Aber die Art und Weise, wie Barira es bekommen hat, war eine Spende. Die Art und Weise, wie sie es weitergegeben hat, war ein Geschenk. Und warum ist dieses Beispiel schön? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam durfte keine Sadaqa essen. Durfte nichts von der Sadaqa nehmen, alaihi salatu wasallam. Bis zum heutigen Tag, die Nachkommenschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam darf keine Sadaqa nehmen. Und deswegen ist dieser Hadith ein klarer Beweis dafür, dass der Eigentümer, wenn er gewechselt wird, ändert sich auch der Hukm. Aber unter der Bedingung, wie wir gesagt haben, es muss unter Einverständnis des anderen geschehen sein. Ähnliches wird auch über manche Sahaba radiallahu ta'ala anhum überliefert, wie zum Beispiel Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhum. Und zwar kam ein Mann zu ihm
und fragte ihn folgendes. Ihr wisst, Mas'ud radiallahu anhu war einer der Gelehrten unter den Sahaba radiallahu anhu. Ein Mann fragte ihn und sagte, mein Nachbar nimmt Zinsen. Und er lädt mich immer zum Essen ein. Was? Er will wissen, darf ich bei ihm essen oder darf ich ihn essen? Dann sagte er sinngemäß, radiallahu ta'ala anhu, auf Arabisch heißt, mahna'uhu lak wa ithmuhu alayh. Mahna'uhu lak, das ist alles, was man auf einfache Art und Weise erworben hat. Und gemeint ist, du bist zum Essen eingeladen worden und du bekommst dieses Essen kostenlos und du darfst davon essen. وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ bedeutet, die Sünde lastet auf ihn. Du profitierst davon und die Sünde lastet auf ihn. Ebenso sagte Salman al-Farisi in einer Überlieferung, im Musannaf von Abdul Razzaq, sind diese beiden Überlieferungen, er sagte, solltest du einen Freund haben, der arbeitet, oder einen Nachbar haben, oder einen Verwandten haben, der arbeitet, und dir dann ein Geschenk geben, oder dich zum Essen einladen, so nimm diese Einladung oder das Essen an. Denn du profitierst davon, und die Sünde lastet auf ihm. Das heißt, du brauchst nicht nachfragen, ob das aus Haram entstanden ist, oder aus Halal entstanden ist. Und es gibt, das gleiche wird auch überliefert, natürlich über andere, aber das ist für uns ausreichend in diesem Zusammenhang. Es gibt ein Thema, was wir noch, inshallah ta'ala, in diesem Zusammenhang besprechen wollen, weil das, inshallah ta'ala, wichtig ist. Manchmal hat man aus der Jahiliyyah oder auch in der islamischen Zeit verbotenes Geld. Und aus diesem verbotenen Geld ist wieder Geld entstanden. Nochmal, die Beispiele, die wir vorhin erwähnt haben, war einfach, dass man meinetwegen etwas geklaut hat, dann hat man verbotenes Geld. Oder man hat etwas verkauft und hat dadurch verbotenes Geld bekommen. In beiden Fällen haben wir gesagt, als Muslim, wenn das nach dem Islam passiert ist, muss man die Sachen grundsätzlich loswerden. Aber manchmal ist es so, dass man, stell dir mal vor, jemand hat Geld zu Unrecht genommen, geklaut und hat dadurch ein ganzes Business aufgebaut und ist heutzutage stolzer Besitzer von mehreren Autos und Häusern und viel Bargeld und das ist alles aus einem verbotenen Betrag entstanden, aus Zinsgeld, das ihm gar nicht zustand zum Beispiel. Dann stellt sich die Frage, ob alles andere, was darauf aufgebaut worden ist, den gleichen Hukum erhält, das heißt genauso haram ist, wie das Geld, mit dem er das Ganze aufgebaut hat, oder ob man diese beiden Dinge getrennt voneinander betrachtet. Die Gelehrten, rahimahumullahu ta'ala, haben unterschiedliche Ansichten über dieses Thema und manche von ihnen sagen, dass das erworbene Geld aus verbotenem Geld halal ist. Und sie berufen sich auf das folgende Ereignis. Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, berichtet, dass ein Mann einmal einen Burschen kaufte. Also damals hat man, gab es Sklaverei, hat man gekauft, verkauft. Aber das ist nicht das Entscheidende. Er blieb dann eine Zeit lang bei ihm und hiernach stellte er an ihm einen Mangel fest. Ihr wisst, wenn man eine Ware kauft im Islam und man stellt hinterher einen Mangel fest, wobei dieser Mangel natürlich vor dem Kauf schon da gewesen war und dieser Mangel den Wert dieser Ware erheblich beeinträchtigt und beeinflusst, hat man das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Der Mann stellte diesen Mangel hinterher fest, er brachte ihn dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam
und er gab ihn ihm zurück. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam löste als Richter diesen Vertrag auf und machte ihn rückgängig. Dann sagte der Mann: O Gesandter Allahs. Das heißt, derjenige, der den Sklaven zurückbekommen hat, der die Ware zurückbekommen hat. O Gesandter Allahs, er hat meinen Burschen schon eingesetzt. Er hat meinen Burschen schon eingesetzt. Was will er damit sagen? Er hat für ihn gearbeitet und ich möchte nicht nur meine Ware zurückhaben, sondern auch, was aus dieser Ware entsprungen ist. Da hast du nähen lassen, Feld arbeiten lassen, was auch immer. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Al-Kharaju bit-Taman. Das zu übersetzen nicht so einfach, aber eine Art, wie man es übersetzen könnte, wäre: Der Gewinn ist dafür, dass er auch Bürger war. Und der Gewinn ist für die Garantie. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, dass wenn du das Risiko des Verlierens trägst, dann steht dir auch der Gewinn zu. Oder umgekehrt, wenn du den Gewinn aus einem Business haben möchtest, dann musst du auch das Risiko tragen zu verlieren. Wenn du sagst, ich möchte nur gewinnen und das Risiko zu verlieren soll jemand anderes tragen, das funktioniert nicht. Deswegen sind ja auch sind ja die ganzen Geschichten mit dem Geldverleihen, Kreditverleihen, Kreditverleihen sind haram. Warum? Weil die Bank leiht dein Geld. Übrigens, jeder von uns, der sein Geld auf sein Konto einzahlt, leiht sein Geld dieser Bank. Das nennt man ein Darlehen. Auch wenn das anders genannt wird, aber in der Realität ist ein Darlehen, weil die Bank nimmt ja das Geld nicht und steckt es in eine Schublade, sondern die Bank nimmt das Geld und arbeitet damit. Und sie garantiert dir, dass du dieses Geld haben darfst, wann du möchtest. Du gibst ihr 1000 Euro, zahlst es ein und du darfst auch 1000 Euro wieder haben. Egal, das ist der Punkt, egal, ob die Bank Gewinn oder Verlust gemacht hat mit deinem Geld. Oder hat die Bank schon mal zu dir gesagt, oh Allah, letzte Woche, wir haben Verlust gemacht, deswegen kriegst du nicht ganz dein Gehalt. Das hat mit dir nichts zu tun. Und deswegen ist es nämlich ein Kredit. Deswegen ist es ein Darlehen. Weil das Risiko und der Gewinn lastet auf der Bank. Und deswegen darfst du nicht Zinsen nehmen für dein Geld, das du gegeben hast. Weil dann würdest du nur den Profit, dann würdest du nur den Gewinn bekommen, ohne beteiligt zu sein am Verlust. Und natürlich gleichzeitig auch ist deine Gewinnbeteiligung nicht gerade der Hammer. Also die Bank macht mehr Gewinn als das, was sie dir nachher auszahlt. Dieser Hadith, warum ist dieser Hadith entscheidend? Weil dieser Hadith weist darauf hin, dass Folgendes: Derjenige, der Geld geklaut hat und damit dann ein Business anfängt, die Gelehrten sich auf diesen Hadith stützen. Wir wollen das fiqh-technisch verstehen, diese beiden Ansichten, dann eurer Imam kann das inshallah ta'ala euch dann ins bisschen letzte Detail sagen. Aber es geht nur um das Prinzip. Wir wollen wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel, la qadr Allah, Geld geklaut habe und damit jetzt ein Business aufbaue, wenn ich jetzt tauber machen, die Frage ist jetzt, muss ich jetzt alles loswerden oder nur dieses Startkapital, was ich am Anfang hatte? Die Frage lässt sich nämlich folgendermaßen, die Gelehrten dieser Ansicht sagen, ich stelle dir einfach eine Frage, hast du die Antwort. Stell dir vor, dieses Geld würde von jemand anderes geklaut werden. Also du hast ein Business gemacht mit geklautem Geld, okay? Mit 1000 Euro hast du geklaut. Dann machst du ein Business, hast du 10.000 Euro. Du willst jetzt wissen, musst du nur 1000 loswerden oder die 10.000? Und du hast die 10.000 bei dir, jetzt kommt jemand und klaut alles. Kommt jemand, klaut das ganze Geld. Die Frage ist, lastet auf dir immer noch die Schuld des Haram-Geldes oder nicht mehr? Und die Antwort lautet, selbstverständlich lastet die Schuld noch auf dich. Weil die Tauba hast du noch gar nicht vollzogen. Also die Tauba ist ja nicht nur einfach zu sagen, ich mache Tauba.
Eine Taube ist ja, dass du aufhörst mit Haram und dass du dieses Haramgeld, was du genommen hast, auch los wirst. Deswegen die Tatsache, dass du Haramgeld ausgegeben hast, verschenkt hast, befreit dich nicht von der Schuld, dass es Haramgeld war. Deswegen sagen diese Gelehrten, rahimahullah ta'ala, dass man, da man ja für dieses Geld garantiert, steht einem dann auch der Gewinn daraus zu, gemäß dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn wenn dieses Geld geklaut würde oder gestohlen würde, würde man dafür aufkommen. Also darf man auch den Gewinn davon haben. Andere Ulama, rahimahullah ta'ala, stützen sich auf einen sehr schön interessanten Hadith, den wir alle kennen. Und zwar geht es, und damit ende ich auch inshallah ta'ala, den Vortrag, bi'idhnillahi ta'ala. Und zwar geht es um ein Ereignis, das der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns erzählt hat, offensichtlich über die Kinder Israels. Da gab es drei Personen, die von Allah subhanahu wa ta'ala aufs stärkste geprüft worden sind. Und einer von ihnen war jemand, der einen Arbeiter bei sich hatte. Dieser Arbeiter bekam einen Lohn. Und eines Tages ist dieser Arbeiter weggereist und kam nie wieder zurück. Sein Gehalt, sein Lohn, auf Arabisch seine Ujra, hat er aber nie mitgenommen. So hat der Arbeitgeber dieses Geld genommen und hat es investiert. Das Geld steht ihm nicht zu. Er hat das Geld genommen und investiert. In Schafe, in Ziegen, Tiere. Und nach Jahren kam der eigentliche Besitzer wieder zurück. Und er sagte, das alles, er sagte, siehst du dieses Tal und die ganzen Schafe und Ziege darin? Sagte er, das ist alles deins. Sagte, willst du mich auf den Arm nehmen? Sagte er, nein, das ist alles deins. Weil das habe ich von deinem Gehalt alles investiert. Und er hat das alles mitgenommen und ihm nichts zurückgelassen. Und dann sagt der Mann, oh Allah, wenn ich das für dich damals gemacht habe, dann bitte verrücke den Felsen um ein bisschen, weil die waren in der Klemme, ne? Die waren eingesperrt. Jeder hat Dua gemacht und hat ja diese guten Taten erwähnt. Das ist eine Geschichte, kennt ihr schon. Wie dem auch sei, daraus haben die anderen Gelehrten entnommen, dass ihm weder der Ertrag zusteht, noch das eigentliche Startkapital, wie aus diesem Hadith offensichtlich hervorgeht. Ich bin sicher, dass durch diesen Vortrag sind vielleicht die eine oder andere Frage aufgekommen. Aber ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass ich nicht den einen oder anderen durcheinander gemacht habe, sondern inshallah ta'ala aufmerksamer gemacht habe über die Angelegenheit Halal und Haram. Und hier sehen wir, subhanallah al-Azim, dass derjenige, der am glücklichsten ist, ist derjenige, der von Anfang an immer eine saubere Weste hat und im Einklang mit den Geboten Allahs subhanahu wa ta'ala lebt. Denn wenn er das nicht macht, wird er das früher oder später bereuen. Und wenn er es nicht in diesem Leben bereut, dann wird es im nächsten Leben bereuen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mein und euer Vermögen reinigen, sodass es nur halal ist. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch dazu bringen, dass wir nur halal verdienen und nichts Harames zu uns nehmen und auch nicht unseren Familien, unseren Kindern geben. Denn er subhanahu wa ta'ala ist derjenige, den wir zu bitten haben und er ist derjenige, den wir um diesen Erfolg auch erbitten. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katheeran.